Achtung! Hier spricht Alexander Abraham von Klangwerk. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Professor Ludwig Schweitzer von der Heilbronner Physikalischen Fakultät um eine Stellungnahme.
Professor Schweizer sagte, er sei nie mit einem Phänomen dieser Art konfrontiert worden. Man könne sie, was immer es sei, nicht erreichen. Professor Schweizer befindet sich zurzeit mit einem Helikopter auf dem Weg ins Arktische Meer. Hier treffen sich europäische, russische und amerikanische Wissenschaftler auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern, um über Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme mit den Kybernauten zu beraten. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Abgebrochen. Es erreichten uns keine weiteren Meldungen. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt.